Ich stelle euch heute vor von der Firma Presser eine LCD-Wanduhr, weil diese Uhr, wie man sieht, die geht immer nicht. Und die andere Uhr, die ich euch zeigen möchte, mache ich mal kurz, es kommt ja nicht umhin. Die hier, die zeigt immer die falsche Zeit an. Sorry, ich habe kleine Frosch im Hals. So ist sie gekommen. Ich zeige das deswegen, weil heute. Weil dieses Produkt runtergesetzt ist von 129 Euro, von 129 oder 130 Euro auf 20 Euro. Und jetzt machen wir erstmal ein Unpacking, weil die Brille wieder gerade sitzt. Entschuldigung. Wenn es so ist. Das ist am Anfang immer so. Das ist die festgelegte Zeit, 13:34 Uhr, 12:34 Uhr. Ist LCD. Natürlich wird das alles anders, sobald man hier Batterie reinlegt. Das müsste ein Außensensor sein. Achtung, Reihenfolge bei Neuinbetriebnahme, Batteriewechsel beachten. Erstens, erst Batterien zuerst in die Basisstation einsetzen. Warten, bis die Innentemperatur angezeigt wird. Nach Anzeige der Innentemperatur die Batterien, die Außensender. Kleine Batterien. Wie wir gelernt haben, warten wir, bis die Innenanzeige da ist. Jetzt gehen wir auf die Außenanzeige. Das heißt, wir machen das kleine Gerät hier auf. Und schon ist die Zeit da, die Temperatur. Die hier kommt nach außen. Ist jetzt die Außenanzeige, die baue ich aus auf mein, in mein, als Außengerät. Und zeigt auch an. Jetzt haben wir hier diesen Set-Button. Da drücken wir drauf. Dann geht die Uhr. Das heißt, wir haben eine Jahresanzeige, hier hinten ist die Up-Down. Das heißt, wir machen hier Up-Down. Hier kommt dann, was er anzeigen soll. Wir haben das Jahr 2023. Dann haben wir der nächste Point ist wohl wieder Set. Welche Uhrzeit haben wir? Heute haben wir ja den 10. Monat 10, 1.10. Dann machen wir nochmal Set. Dann haben wir heute da, Datum ist heute da, 4. Oktober, 4.10. Dann machen wir wieder die Set-Taste. 24-Stunden-Anzeige, sehr gut. Dann machen wir 000, das weiß ich jetzt nicht, das ist die Uhrzeit wohl. Dann haben wir hier, jetzt ist es 18:19 Uhr, das heißt 18 Uhr und 19. Neunzehn, 20, deutsches Display, Mittwoch, jo, alles fertig. Jetzt kann ich als schwersichtiger Mensch morgens auch wieder sehen, wie spät es ist. Da bin ich ganz happy. Und die hier, das mache ich nach außen an einen geschützten Platz, von mir aus auf dem Balkon. Und dann habe ich immer die Außentemperatur. Das kleine Außenthermometer habe ich jetzt hier rangehängt. Das sagt 22,5. Wie zu erwarten, sagt jetzt hier die Innenanzeige 22,5.
Also bin ich jetzt immer up to date. Ich weiß immer, wie das Wetter draußen ist. Und in der Mitte haben wir so eine Anzeige, wie wohl das Wetter wird. Wie es das macht, weiß ich nicht. Muss ja wohl an der Luftfeuchtigkeit liegen, weil die ist ja 38%, 48% Luftfeuchtigkeit. Das heißt wohl leicht, leicht bewölkt. Kleiner Vergleich, so sieht eine andere Anzeige aus, diese Standardanzeige. Da ist man mit dieser Anzeige sehr gut dran. Und vor allem auch, wenn man eine Heizung hat im Raum, also wenn man in verschiedene Räume, hier zum Beispiel, wir heizen noch mit dem Kachelofen, da haben wir dann immer die Temperatur und die können wir dann auch besser beobachten.